Wir haben hier 150 Jahre BASF. Da sind viele auch historisch gewachsene Produktionsbetriebe. Sehr heterogenes Umfeld. Und hier suchen wir Ansätze, um prozesssichere Anlagenrundgänge zu automatisieren. Wir arbeiten mit ANYbotics jetzt seit circa 2 Jahren zusammen und führen heute diesen Proof of Concept durch. Wir haben bei uns hier in der Anlage unterschiedliche Rundgänge. Einige finden täglich statt, sogar mehrmals täglich, gerade um den Zustand der Anlage sicherzustellen. Also das Thema, einen Roboter durch die Anlage zu schicken, ihn mit Sensoren zu bestücken, um die Gesundheit der Anlage auch zu monitoren, das im chemischen Umfeld. Treppensteigen ist aus unserer Sicht das Alleinstellungsmerkmal, was der Roboter leisten kann. Wenn wir Inspektionen für Verfügbarkeitssteigerungen durchführen, schauen wir uns die Pumpenlaufgeräusche an, Verdichterlaufgeräusche, gucken, haben wir Lagerschäden zu erwarten, ja oder nein, beziehungsweise kontrollieren Ölstände und andere mechanische Komponenten, um einfach eine Verfügbarkeit zu gewährleisten. Die Qualität der Inspektion erhöhen dadurch, dass wir eine automatisierte Dokumentation im Hintergrund haben, ohne dass wir zusätzliche Sensorik an Ort und Stelle fest verbauen müssen. Und da sehen wir einen Business Case für uns drin. Im Einsatz der 3D-Modelle, CAD-Modelle und Robotik ist auch ein schönes Beispiel, wie auch wieder Digitalisierung und Robotik zusammen verschmelzen. Wir haben von unserer gesamten Anlage ein 3D-Modell und sind sehr daran bedacht, das so zu koppeln, dass ich den Roboter schon in dem 3D-Modell programmieren kann, um mir Programmieraufwand vor Ort sparen zu können. Am Ende wird man die virtuelle Inbetriebnahme durchführen anhand eines digitalen Modells und wird dadurch die reale Inbetriebnahme erheblich beschleunigen. Das hat meiner Meinung nach der Proof of Concept jetzt schon gezeigt, was für einen Geschwindigkeitsgewinn wir bei der Inbetriebnahme hatten. Und so wird auch das Thema Digital Plant und das Thema Robotik zusammenwachsen.